Wer ist dein Idol? Mein Idol ist Ronaldinho. Kennst du das? Warst du nervös, als du das Spielfeld betreten hast? Ja, also ich war schon ein bisschen nervös, aber so 20%. Ich habe einfach an nichts gedacht, habe ich einfach mein Herz gefühlt, wie das 120 Mal klingelt in einer Minute. Was war als Kind deine Lieblingsmannschaft? Köln. Wie war es für dich, als du mit 16 das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert wurdest? Hennes, wie war das? Ganz schön. Ganz schönes Gefühl. Ich möchte mal gerne wissen, ob er eine Freundin hat. Ja, ich habe Frau, bin heiratet, 4 Kinder. Spaß. ich möchte nicht über mein Privatleben reden. Hast du einen Lieblingssong? Ja, habe ich. Ist von Tupac, Changes. Wer ist dein bester Freund beim FC? Ja, ich habe Pa, Iso, Virha, Easy. Viele Grüße an meine Freunde. Zu welchem Spieler schaust du hinauf? Ja, am meisten auf Jonas Hector momentan, weil der auch auf die linke Seite spielt und auch im Training ich lerne viel von dem. Hast du einen bestimmten Torjubel, Darko? Ja, habe ich. Den mache ich auch immer. Und da könnt ihr dann sehen auf meinem Profilbild bei Instagram. Hey Darko, wie würdest du von den Profis aufgenommen? Sehr gut, Tim. Schöne Grüße an dich. Welche Bedeutung hat dein Tattoo auf der Wade? Das ist mein Bruder, weil er klein war. Und der hat mich auch ins Fußball gebracht und ich bin sehr dankbar dafür. Und ja, deswegen Tattoo. Reicht?